Juri Bo fragt Pete Smeet: Was würdet ihr selbst eurem Erzfeind nicht wünschen? Ich würde selbst meinem Erzfeind nicht wünschen, dass sein Internet ausfällt. Weil dann ist er von der Außenwelt abgeschnitten. So wie Bram im Moment. Zehn Stunden am Stück, 7 Days to Die. Niemand wünsche ich das. Eigenartige Frage. Da ich keinen Erzfeind habe, habe ich da noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber wenn ich mal so ganz spontan sagen müsste, würde ich ihm den Tod nicht wünschen, weil sonst wäre er nicht mehr mein Erzfeind. Und dann hätte ich gar keinen mehr, den ich hauen könnte und den ich ärgern könnte und mit dem ich mich jeden Tag betteln könnte. Das wäre doch ziemlich öde. Und deshalb würde ich ihm nicht den Tod wünschen. Man sagt ja selbst, man wünscht sich seinem Feind die Pest an den Hals. In besonderen Wutmomenten lässt man natürlich immer Dinge los, die man im Nachhinein vielleicht gar nicht so meint. Und insofern würde ich selbst meinem übelsten Erzfeind, einer Person, die ich sowas von extrem hasse, würde ich eigentlich schlimme Sachen wie Krankheit oder Verluste in der Familie oder sowas nicht wünschen. Ich würde ihm vielleicht mal wünschen, dass er vielleicht mal mit dem Kopf voll gegen eine Scheibe läuft oder was weiß ich was. Ja, wo man kurzzeitig mal so richtig einen draufkriegt. Aber sowas wie, boah, ich wünsche dir jetzt Krebs an, also ich meine sowas. Ah, das, wenn man richtig wütend ist, wünscht man einem Menschen natürlich immer nur das Schlechteste. Aber ich finde, sowas muss dann theoretisch echt irgendwo dann auch nicht sein. Aber bringt auch nichts. Das ist mega hell. Oh. Ich bin genau im Schatten, siehst du das? Ja, genau ohne Spaß. Also. Boah, Junge. So, was würden wir unserem Erzfeind nicht wünschen? Im Stau zu stehen. Nö, da kann er ruhig lange stehen, das macht mir nichts. Nee, ich wollte auch eigentlich sagen, Demenz bzw. Alzheimer. Das ist echt unangenehm. Ja, das wäre für mich auch so generell Krankheiten. Habe ich keinen Bezug zu. Also muss ich niemandem wünschen. Nice. Mache ich lieber selber fertig. Ja, genau, richtig. Als aber, da hätte ich auch am meisten Angst vor dem Alter, so, weißt du, dass ich nicht mehr weiß, was Sache ist. Ich erkenne meine eigenen Kinder nicht mehr. Das ist auch wirklich. Also es gibt viele schlimme Sachen, aber ich finde halt, Demenz ist eine der krassesten Sachen. Weißt du, alles andere, wenn du einigermaßen klar im Kopf bist und wenn du dann andere Sachen hast, die scheiße sind, okay, ist scheiße und eventuell gehst du auch dabei drauf, aber du kriegst es wenigstens noch mit. Du bist ja, genau. Auch du selber, weißt du? Ja. Und nicht so, keine Ahnung, abgefuckt. Also Demenz ist zack. Demenz ist zack.